Und damit willkommen zurück zu Trains in World 4. Ich wollte sogar schon zuerst sagen, willkommen zu unserer allerersten S-Bahn-Fahrt in Trains in World 4, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, sind wir schon zweimal S-Bahn gefahren, glaube ich. Einmal in Dresden, die S3, und einmal RB48 mit dem S-Bahn-Triebwagen, mit dem ET422. Ja, wir werden jetzt tatsächlich nur eine kleine Fahrt machen, und zwar Richtung durch den City-Tunnel. Ja, BCP-Störschalter nehmen wir mit. Miltitzer Allee. Mein Gott, ey, das war jetzt aber gerade echt schwer für mich. Thumbnail. So. So, das mache ich. Wollte ich eigentlich gar nicht dicht machen. Ich wollte eigentlich die Trittstufen rein raus, ob das hier bei dem überhaupt noch ging. Das war ja der andere, glaube ich. Ist egal, kommen wir. Ach, guck mal, stimmt. Typischer Trains in World. Fehler von früher. Ey, komm. Verarsch mich doch jetzt bitte nicht, ey. Dann die Türen sind alle zu. Was will der? Ich raste aus, ey. Ach ja, ich wollte natürlich jetzt nur ein bisschen Verspätung provozieren, natürlich. Ne? Ganz klar, ey, ich habe das Ding so lange nicht mehr gefahren. Ne? Ich wusste, irgendwas war mit dem Hauptschalter damals noch. Ah, stimmt, die Federspeicherbremse. Ich weiß gar nicht, ob das noch so ist. Damals hatten die einen Bug, dass die Türen manchmal aufging. Weiß nicht, ob das immer noch so ist. Komm, jetzt müssen wir aber mal ein bisschen. Das Ding klingt so komisch einfach, ne? Klingt die von der S-Bahn Mitteldeutschland wirklich so? Das klingt hier in diesem Innenraum total komisch. Naja. Jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, das Bremsverhalten ist wahrscheinlich auch der größte Käse überhaupt. Hey, sorry, ich muss hier stärker einbremsen, das darf nicht mehr sein. Ich kann auch direkt eine Vollbremsung so machen. Ich kann auch direkt einfach aufhören. Ja, ganz ehrlich, will ich das bestätigen? Nein, eigentlich nicht. Ist doch alles hässlich hier, ey. Also, ich glaube, bevor ich irgendwelche Videos mache, schaue ich erstmal nach, wie sich die Züge hier überhaupt nochmal verhalten haben. Ich meine, das hier falsch, das ist alles falsch hier. Ja, das ist genial, echt. Mach einfach dicht, ich habe keine Lust mehr. Ja, aber guck mal, wenn wir es schaffen. Theoretisch, wenn wir es schaffen. Ach ja, wenn wir es schaffen, ne? Ist ja auch immer sehr schön.
Okay, Hall ist aber da. Also ist das schon mal aktuell. Ich glaube, früher war auch kein Hall, ne? Sowas, als Rapid Transit rauskam, ey. Die Strecke hat man so gefeuert, obwohl du da echt nur den Hamster hattest. Nur. Es gab kein anderes Fahrzeug. Und hier Great Western Express damals, boah, ich weiß nicht, das war Katastrophe. Also bist du ja eher in England gefahren auf dem Great Western Express als hier mit dem Hamster. Weil du da mehr Abwechslung hattest. Denk mal nach, allein. Ich weiß nicht, hieß das nicht auch abschleppen, das Szenario? Wo man den HST abschleppen musste? Ach komm. Mach auf den Rutz. Ist eine halbe Minute zu spät, kann ich mir noch erlauben. Ja, Ah, nee. Ja. Okay, das berühren wir. Das ist echt okay. Ich glaube, ganz früher war das auch, da war der Strom immer drüber, aber keine Ahnung. Ach ja, ein Knopf und sowas. Boah, da musst du dich alles erstmal dran gewöhnen. Wieder. Mach dicht. Wieso müssen wir denn jetzt schon wieder entriegeln? Ich hasse alles hier an diesem. War der so, dass du nichts. Du musstest echt warten. Nein, das ist doch. Hey, komm. Also das hätte man damals ein bisschen besser machen können. Dass das auch hier auf den Zug übertragen wird. Hey, komm, das ist doch echt Rotz. Komm, weißt du was? Weil mir alles jetzt egal ist, ich fahre jetzt mit Fernlicht. Schöner schwarzer Balken, der das hier an der Tunnelröhre ist, ey. Hier ist doch echt alles kaputt. So. Ich meine, ich soll aber nicht aufschalten, ist mir doch egal. Jetzt weiß ich, warum ich nicht aufschalten soll. Ach komm, ey, das ist doch alles Kacke hier. Ich habe mir echt ausgesucht, da kommt so eine 10-Minuten-Fahrt, weil du heute keine Zeit hast. Dabei lief alles noch so gut. Ach komm. Komm. Für Thumbnail. Weil ich alles hasse. Das wäre auch wieder so eine Sache, weil du also wieder zurückspeist und sowas. Ich finde das beim Vectron halt echt super, dass man das so hat. Du fährst halt anders dadurch. Aber komm, wir haben es ja eigentlich schon fast, ne? So hier. Dann hier wachsam und alles, ne? Schaffen wir schon. Hoffe ich. Grenzung auf 85, ja, mach mal. Ist dann natürlich auch jetzt nur so ein kleines Video, aber ich habe mich mit den Tagen verschätzt. Deswegen muss ich jetzt ein kleines, schnelles Video noch hochladen, dass ihr das dann morgen bekommt. So für euch dann halt heute. Ja, und dann werde ich erstmal schauen, was ich noch so an anderen Szenarien habe. Die man dann auch hoffentlich noch verwenden kann. So, boah, ist das hässlich hier. Das ist ja furchtbar hell hier. Nö. So. Machen wir aus.
Na gut, wir stehen. Ey, bist du kacke? Hat mich einfach vom Stuhl geschmissen, das ist ja unglaublich, ey. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, das war's mit dieser kleinen Mistfahrt einfach. Ja gut, dann hoffe ich mal, dass wir uns in 3 Tagen wiedersehen mit einem anderen Szenario, einem besseren auch hoffentlich. Und dann nicht nur irgend so eine... Ja, wir sind jetzt 10 Minuten gefahren, das ist unglaublich. Ja, dann halt wieder ein längeres Video. Vielleicht haue ich auch noch eins hinterher, weiß ich nicht. Weil die 10-Minuten-Videos mehr so die Platzhalter sind, aber... Okay, schauen wir einfach mal. Gut, dann würde ich mal sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei der nächsten Fahrt. Und bis dahin sage ich einfach mal, ciao.